Haben Sie noch Fragen, die Sie jetzt noch stellen oder Anregungen oder Punkte, die Sie gerne noch einbringen möchten? Also man wird auf dem Eugen-Jäckle-Platz keine Aufenthaltsqualität haben, solange da LKWs und Sportwagen durchfahren dürfen. Also ich kann mir da allenfalls Andienungsverkehr zu bestimmten Uhrzeiten vorstellen. Ansonsten wäre ich auch der Meinung, man muss die Einfallstraßen U-förmig wieder zurückführen. Da können dann Parkplätze, Aussteigemöglichkeiten etc., Ladestationen natürlich sein. Das alles würde ich auch unterstreichen. Und zwar von allen Seiten muss das so sein, dass durch das Zentrum kein Verkehr mehr geht. Ich würde das sogar für die nächste querende Straße, also die nennt sich, noch nicht Wilhelmstraße, also wir wissen, was gemeint ist, unmittelbar vor den Schlossarkaden, dann wo die Karlsstraße auch mit einer Fußgänger über. Volga-Straße, danke, heißt sie dort. Also auf die würde ich das genauso beziehen. Nur wenn man die beiden Straßen wirklich verkehrsberuhigt, hat man eine schöne Aufenthaltsqualität und eine Verbindung dieser Schlossarkaden mit dem Rest der Innenstadt. Und ich wäre auch für eine möglichst weiträumige Umfahrung der Innenstadt. Das haben andere Gemeinden, wie zum Beispiel Donsdorf, geschafft. Und das ist eine viel kleinere Gemeinde. Vielen Dank. Ich würde auch gerne noch eine Frage stellen, Herr Pesch. Sie haben ja vorhin gesagt, Holla, es gibt da auch noch andere Möglichkeiten. Vielleicht können Sie da noch mal so einen Gedanken dazu sagen, was es da sonst so gibt. Ja, ich glaube, man muss jetzt direkt dazu, man muss zwei Ebenen sehen. Das eine ist das Verhalten und das zweite ist die bauliche Maßnahme. Und ich glaube, dass wir, wenn wir eine solche Umgestaltung oder Aufwertung der Innenstadt haben, dass wir da auch so eine Art Common Sense gewinnen können, mit dem man dann auch dazu kommt, dass man nicht alles mit Pollern abriegeln muss, sondern dass man dann auch auf der einen Seite durch geschickte Positionierung von Objekten, von Sitzmöglichkeiten, geschickte Positionierung auch von Stadtgrün, von Bäumen eine Chance hat, aber dass es irgendwo am Ende ein Delta gibt, wo einfach jeder, der sich hier fehlverhält, auch weiß, dass es im Grunde sanktioniert wird. Ich glaube, das muss zusammenspielen. Das ist natürlich, wir hören dann immer von den Ordnungsämtern, das geht gar nicht. Dafür haben wir nicht die Kapazitäten, aber das muss es sozusagen auch gegenseitig wert sein, weil sonst reißt das ein, wir wissen das und dann sind sie am Ende so weit wie vorher. Ich wollte noch mal was zur verkehrlichen Situation sagen. Ich glaube, wenn es eine einfache Lösung gibt, ohne jetzt das Verkehrsnetz genau zu kennen, dann hätten sie die längst. Das heißt, ich würde natürlich sagen, der Anspruch ist richtig. Wir müssen da an diesem Thema langfristig dranbleiben. Aber ich würde sagen, Sie wären schlecht beraten, wenn Sie alles von einem Thema wie Verkehr abhängig machen würden, sondern Sie sollten schauen, dass Sie in Schritten realisieren können und dass Sie natürlich dann auch Qualitäten erzeugen, die sich dann auch auf den fließenden Verkehr auswirken. Es gibt eine ganze Reihe von Situationen. Ich nenne Ihnen mal eine, weil ich da zufällig häufiger bin. Das ist der Marienwallfahrtsort Kevela. Wir haben mitten in der Stadt einen sogenannten Shared Space. Das heißt, es ist eine Fläche, da haben Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer und Autofahrerinnen und Autofahrer, um es mal gendermäßig korrekt zu formulieren, haben die gleichen Rechte. Und da fährt eben jemand, der dort fährt, nur noch mit 20 oder 10. Oder er bleibt stehen, wenn Fußgänger die Straße queren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Weg wäre im zentralen Bereich, dort wo das Wettbewerbsgebiet noch hineinreicht, dass man sagt, da macht man es so. Ich habe da, wo ich wohne, hatten wir ziemlich viel Ärger mit so Menschen, die so eine 85 auf den Porsche aufgepinselt haben. Und da haben wir jetzt eine Fahrradstraße, Autoverkehr zugelassen. Das wird man bei der Ortsdurchfahrt nicht hinkriegen. Aber ich will Ihnen sagen, man muss daran arbeiten, dass natürlich auch diejenigen, die hinter Blech und Glas die Innenstadt benutzen, dass sie sich auch an die Regeln halten. Und da muss man hingehen. Ich würde nur um eins bitten, sehen Sie es nicht so, dass man jetzt alles von einer Maßnahme abhängt, sondern sehen Sie das als einen Prozess, in dem man richtige Zeichen setzt und dann aber auch auf beiden Ebenen weiterarbeitet. So, jetzt Frage. Ja.
Als Heidenheimer kenne ich die Situation in Heidenheim seit vielen Jahrzehnten. Deswegen erlaube ich mir, auf etwas anderes wie Sie hinzuweisen. Versäumnisse der letzten Jahrzehnte können wir jetzt durch die Innenstadt korrigieren. Ich muss nochmal auf die Bedeutung hinweisen. Eine zukunftsfähige, moderne Innenstadt ist für Menschen gedacht. Wir Menschen fühlen uns in der Innenstadt umso wohler, je weniger durchfließenden Verkehr wir haben. Wenn wir das jetzt nicht bei der Innenstadtgestaltung angehen, wann dann? Ich bin ein sehr zukunftsorientierter Mensch. Ich weiß, dass dieses Jahr der Startpunkt für die Elektromobilität in Deutschland kommt. In 10 Jahren wird die Elektromobilität Stand der Technik sein. In Bruchsal entsteht ein Unternehmen, das Drohnen macht. Ich möchte in unserer Innenstadt auch einen Drohnenlandeplatz. Drohnen können viel leichter fahrerlos fliegen, weil die haben viel weniger Widerstände als Autos. Aber auch in 10 Jahren können Autos fahrerlos fahren. Und das ist die Zukunft, hoffe ich, für Heidenheim. Wenn wir keine zukunftsfähige, moderne Innenstadt bekommen, dass andere Städte um uns herum uns beneiden und sehr gerne nach Heidenheim kommen. Das soll die Zielsetzung sein. Und dazu gehört eine Umgehungsfahrstraße von Heidenheim. Punkt. Ich glaube, wir haben den Punkt mit der Umgehungsstraße jetzt auf jeden Fall aufgenommen. Dankeschön dafür. Wenn jetzt keine konkreten Fragen sofort sind, würde ich einfach den Herrn Professor Pesch bitten, zu dem Punkt wollten Sie sicherlich auch noch was sagen. Und da können wir ja auch noch mal weiter anschließen. Ich weiß, gibt es auch Anwohner von hier, da hatten wir auch noch mal einen Punkt. Würden Sie auch kurz hören erst? Gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, man kann sehen, dass wir jetzt hier in einem Ihrer Kleinode sind. Hier gibt es echte Altstadt. Nun, wir waren in einer Innenstadt der 90er Jahre. Wir waren in einer verkehrsreich belasteten Innenstadt. Und wir sind jetzt hier an einem Ort, kleiner Schlossplatz. Sie werden es wahrscheinlich gesehen haben. Es ist ja nicht nur die Gasse, sondern es gibt den Blick frei in die Höhe und ich glaube, es ist einer der schönsten Orte hier in der Gasse. Und die Stadt hat das auch als solches von Anbeginn empfunden, deswegen stehen wir hier auf einer sehr wertigen Oberfläche. Sie haben aber auch gesehen, es ist eine Oberfläche, die natürlich einerseits nicht ganz barrierefrei ist, auf der anderen Seite auch natürlich von gestalterischen Anspruch geprägt ist. Und die Verfasserinnen und Verfasser, die jetzt solche Themen bearbeiten, die werden natürlich dann auch gefragt sein, welche Art von Belägen verwenden sie. Kann man vielleicht auch etwas wiederverwenden, was man an wertigen Materialien hat? Denn ich glaube, wir sind heute nicht mehr so leicht dabei, alles wegzuwerfen, was die Generationen vor uns gebaut haben, sondern man kann sich durchaus eben auch die Frage stellen, in welcher Qualität wird das sein oder kann man es entsprechend weiterverwenden. Zweiten Aspekt, auf den ich nochmal hinweisen möchte, ist natürlich, dass ein solcher Innenstadtbereich gerade durch das Thema Enge und Weite funktioniert. Also die Gasse wäre nur halb so viel wert, wenn wir diese Aufweitung hier nicht hätten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Ort, ein Refugium. Und es ist auch mal gut in der Stadt Orte zu haben, die nicht von Leben sprühen, sondern die etwas ruhiger gestaltet sind, zumal dann, wenn wir so ein prächtiges Gebäude dann in der direkten Nachbarschaft haben, wo wir aber auch noch uns, glaube ich, alle wünschen, dass es ein bisschen stärker auf den öffentlichen Raum dann auch eingeht, was im Moment leider nicht der Fall ist. Also das ist auch nochmal ein Thema, was ich denke sehr wichtig ist und was wir hier auch sehen. Wir sind hier auch in einer Wohninnenstadt, also das heißt, in den Obergeschossen wird hier durchaus auch gewohnt. Das ist auch ein wichtiges Thema und das Thema Wohnen wird auch weiterhin eine Rolle spielen und natürlich umso mehr, je weniger Verkehrskonflikte wir haben, je weniger Störungen in den Ruhezeiten vorhanden sind, auch da wird sich das dann am Ende ein Stück weit ausbalancieren müssen. Ein ganz zentrales und wichtiges Thema. Und weil ich vorhin auch angesprochen habe, die Frage, gibt es denn auch Orte, wo man mal sich niederlassen kann, ohne dass man gleich da einen Cappuccino trinken muss? Das wäre hier so ein Ort.
wo man das kann. Und man würde sich natürlich hier nochmal fragen müssen, gibt es nicht noch ein Thema, was diesen Ort nochmal in einer besonderen Weise auszeichnet, dass ich eben sage, ich habe den Blick, vielleicht habe ich hier eine Spielmöglichkeit, vielleicht ist das der Ort, wo auch mal Familien ungestört arbeiten können. Und die Frage, muss ich denn überall dann noch Autostellplätze haben oder kann ich die nicht nochmal an einer anderen Stelle kompakt unterbringen, um dann auch so einen Raum wirklich voll genießen zu können. Wir sind häufig in den Situationen in den Innenstädten, wo wir diesen Konflikt haben. Auf der einen Seite möchte man Wohnen haben, auf der anderen Seite kommen die städtischen Ämter und sagen, ja, dann, wenn ihr Wohnen habt, müsst ihr aber die entsprechenden Stellplätze anbieten. Jetzt kommen die Fahrradstellplätze noch dazu, dann wird es auch Flächen beanspruchen. Insofern ist sicherlich unabhängig von der Frage, jetzt, ob es gelingt, einen wunderbaren städtischen Raum im Rahmen des Wettbewerbs zu kriegen, ist immer auch die Frage, schafft man die Voraussetzung verkehrlich, dafür haben wir jetzt gerade viel gehört, oder wie sieht es mit den innerstädtischen Parken aus, kann man da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Entlastung bekommen, sodass die Parkplätze vorhanden sind oder dass sie eben dann in der Nachbarschaft und in der Quartiersgarage oder wie immer untergebracht werden können. Drittes Thema ist natürlich auch immer die Frage, kann man auch autofreie Situationen schaffen? Das haben wir häufig schon in den Wohngebieten, wird von den Menschen verlangt. Und man müsste dann die Frage stellen, wie kann man das eben schaffen, dass diese Situationen entsprechende Qualität auch haben. Ansonsten sage ich Ihnen einfach, das ist einer meiner Lieblingsorte hier und ich würde mir wünschen, dass dann im Rahmen des Wettbewerbs dann auch eine schöne Antwort auf die Fragestellung gegeben wird. Vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Professor Pesch hat es ja angesprochen, dass an diesem Rathaus, das ehemalige Rathaus, Elmar-Dochhaus, sich was bewegen sollte, was der öffentliche Raum angeht. Dies erfolgt mit dem Umbau. Es ist dann wirklich vorgesehen, die Erdgeschosszone wieder so zu öffnen, wie sie früher war. Dieses Rathaus hatte früher 4 Eingänge. Den, wo man hier sehen, der gegenüber bei der Glückwäscherin und dann auch zu den beiden Seiten. Und diese sollen wieder geöffnet werden, weil dieses Gebäude muss aus Bestandsgründen abgerissen werden, sodass auch hier wieder ein neuer Eingang ins Rathaus entsteht und dann dieser Sammelbereich im Erdgeschoss wieder zustande kommt, so wie früher dieses Rathaus auch aufgebaut war. Vielen Dank, ich habe vorhin schon... Muss man so nuscheln sonst. Ich habe es vorhin schon angesprochen, hier war auch jemand aus der Anwohnerschaft, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, Sie hatten auch noch Anliegen oder Punkt. Also ich bin ja schon ganz dankbar, Herr Professor Pesch, dass Sie die Anwohner ansprechen. Denn was bisher geschehen ist in Heidenheim, hat man so das Gefühl, die Anwohner fallen hinten runter. Was wir zu hören bekommen, das ist meistens, wenn Sie hier wohnen und den Vorteil haben, in der Innenstadt zu wohnen, dann müssen Sie einfach auch Einschränkungen in Kauf nehmen und Sie können sicher sein, da haben wir viele. Und zu der Parksituation, ich gebe auch zu, hier werden Plaketten ausgegeben, viel mehr als es Parkplätze gibt. Und wir haben das Bedürfnis und müssen unsere Häuser anfahren können. Auch wir haben Einkäufe, die wir nicht weit schleppen wollen und so weiter. Und da hat die Stadt einiges versäumt. Also ich zum Beispiel musste 15.000 Euro für einen nicht vorhandenen Parkplatz bezahlen. Das war 1990. Ich habe keinen Gegenwert davon bekommen. Und dann erfährt man, dass Parkhäuser verkauft werden, einzelne Parkplätze in Innenstadtparkhäusern verkauft werden. Da wurde nicht ein einziger Anwohner gefragt, ob er vielleicht einen Parkplatz kaufen möchte. Das würde das hier sehr entspannen. Dann könnte man sagen, man kann reinfahren zum B- und Entladen und stellt sein Auto irgendwo ab. Aber das ist leider nicht gegeben. Und was wir hören, ist einfach immer, ja, kümmert euch selber drum. Das geht aber nicht. Das ist viel zu kurz gegriffen. Und es ist eben auch zu bedenken, der Herr Ilk hat gesagt am Anfang unseres Treffens heute, die Heidenheimer, besonders eben hintere Gasse, ist auch geprägt vom Handwerk und vom Wohnen. Und diese hintere Gasse wollen wir einfach kulturhistorisch erhalten. Das heißt, das Wohnen bleibt auch bestehen. Und dafür brauchen wir auch eine Aufenthaltsqualität für die Anwohner, und zwar 24 Stunden. Es wird immer sehr, und es ist ja auch verständlich darauf hingesehen, dass wir Leute von außen hereinbringen. Aber es sind auch Anwohner da und die haben auch Rechte. Und das fällt runter. Also im Bürgerdialog
sind die Anwohner nicht richtig beteiligt, habe ich den Eindruck. Wir wohnen seit 30 Jahren hier und ich hoffe, dass sich das ändert. Es sind leider heute auch wenig Anwohner da, sehe ich. Das ist schade, aber nichtsdestotrotz möchte ich darauf einfach aufmerksam machen. Die Parksituation muss gelöst werden und die wird nicht durch Poller gelöst, die alle Autos draußen hält. Und es ist auch wirklich so, wir brauchen 24 Stunden an Aufenthaltsqualität. Es kann nichts geschaffen werden, wie zum Beispiel mal angedacht war, ein Brauhaus hier, wo wir dann jede Nacht einfach nicht schlafen können. Wir nehmen das in Kauf, wenn Stadtfest ist, wenn Weihnachtsmarkt ist, was auch immer. Und wir nehmen es gerne in Kauf. Aber die Verhältnisse hinterher sind schrecklich. Vielen Dank, ist auch schön, dass Sie da sind, auch als Anwohner. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es gibt natürlich immer Interessenkonflikte, Zielkonflikte natürlich auch zwischen eben Parken und Aufenthaltsqualität, sich gerne hinsetzen, Fahrrad, Anwohner mit Ruhebedürfnis, andere mit Aktivitäten und Belebungsbedürfnis. Ich denke, dass da haben auch dann diejenigen im städtebaulichen Wettbewerb sicherlich noch einige Knüsse zu knacken. Ich würde gerne mit Ihnen später noch mal kurz ins Gespräch kommen, Stichwort Anwohner, ob wir da noch eine Möglichkeit finden, die auch noch stärker zu aktivieren, weil eingeladen sind Sie natürlich. Ich will nur mal kurz was sagen. Oh. Ganz kurz. Ja, mal. Also um es noch mal richtig zu stellen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn hier dieser Platz wird genutzt und wir sind so dankbar, dass dieses Bauvorhaben, was eigentlich geplant war, nicht stattgefunden hat, sondern dieser Platz von der Stadt gekauft wurde. Und wenn das Wetter trocken ist, sitzen hier mittags viele, wahrscheinlich Menschen vom Volk, die hier essen und ihre Mittagspause einem stört, keinen einzigen Anwohner. Wo wir ein Problem damit haben, ist einfach, wenn es nachts zu aktiv wird. Vielen Dank. Jetzt nochmal die Frage an Sie, bevor wir einen Schritt weitergehen. Möchte noch jemand sich äußern? Also Sie sind alle gut ausgerüstet, sehe ich schon. Alle mit Schirm. Hier auf der Ostalb ist man wettergewohnt. Dann würde ich sagen, geben wir ein weiter, Herr Pesch. Gerne nochmal aufgreifen von Ihnen. Man muss tatsächlich hier heimisch sein. Ich habe nämlich einen Schirm dabei und habe ihn aber in der Bibliothek liegen lassen. Deswegen lässt sich Herr Kettlinger freundlicherweise jetzt nass regnen, damit ich mich auf dem Weg finde. Ich wollte nochmal was zum Wohnen sagen. Herr Ilk hat ja, glaube ich, sehr darauf hin, zu Recht darauf hingewiesen, wie wichtig die Innenstadt fürs Ganze ist. Also für die Stadt und die Region. Und ich wollte nur noch mal sagen, aus meiner fachlichen Sicht, die Innenstadt ohne Wohnen ist tot. Sie werden also gerade, um jetzt auch Lücken zu füllen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerissen werden, werden Sie über das Thema Wohnen sehr viel intensiver wieder nachdenken. Und das darf auch Neubau mal in der historischen Umgebung sein, aber das muss natürlich auch vor allen Dingen sein, dass Bestandssituationen gewahrt werden. Ich kenne eine Reihe von Innenstädten, da geht oben in den Obergeschossen über den Geschäften kein Licht mehr an, weil da keiner mehr wohnt. Und das darf nicht passieren, sondern das muss ausbalanciert sein. Und deswegen auch aus meiner Sicht die gute Nachbarschaft, so würde ich das mal nennen, zwischen Besuchern und Bewohnern, ist eigentlich eins der obersten Prinzipien. Und ich habe 20 Jahre im Stuttgarter Westen wohnen dürfen, wo auch eine ganze Menge auch an öffentlichkeitsorientierten Nutzungen, insbesondere natürlich Gastronomie ist. Und es war eigentlich nie ein Problem. Weil wenn Sie da draußen saßen nachts um 10 Uhr, da kam einer und sagte so, letzte Bestellung, 22.30 Uhr Schicht und jeder hat sich dran gehalten. Ich glaube, Verhaltensregeln sind ein ganz wichtiges Thema und die müssen im Zweifelsfall dann halt auch eingeklagt werden sozusagen. Aber ich will nur noch mal bekräftigen, aus meiner Sicht, ob dann jetzt letztendlich ein Drohnenlandeplatz in der Innenstadt sein muss oder nicht, weiß ich nicht. Aber Wohnen auf jeden Fall.